Jetzt geht's noch, aber sonst bin ich einmal fast nervös als Fahrer, glaube ich, vor der Rennen. So. Ja, einfach, dass wir alles richtig machen. Oder dass ja, dass alles perfekt läuft, für das bin ich nervös. Ob ich alles gedacht habe, ob alles parat ist, ob wir für alles, alles vorbereitet sind, das macht mich nervös. Das Rennen selber, wenn sie am Fahren sind, das ist nicht mehr schlimm. Aber bis wirklich, ja, dass wir pünktlich sind, dass alles parat ist, wenn der Fahrer kommt, dass er nur noch das Zeug nehmen kann und gehen. Und, ja, das macht mich nervös. Ja, wird spannend für sie. Ich glaube sie. Der Ralf Neff weiß, was es braucht. Die Liste da ist ausschlaggebend. Welche Bidons zum Beispiel wo hingehen, von wem abgewehrt werden, in welcher Runde und so weiter. Und das funktioniert natürlich nur mit den entsprechenden Helfern. Da haben wir den Bertie Quick, einer von den Physios und Masseuren. Ja, ich habe schon eine Schuss probiert letzten Sonntag und ich freue mich, ja. Jetzt das coole offiziell im Rennen zu fahren. Nein, jetzt da rechne ich eigentlich gar nicht mit einem Rang, sondern ich will einfach meine Leistung abrufen und ein sehr gutes Rennen zeigen. Das ist meine letzte WM. Ja. Wie wild ist es? Ich glaube 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. Das heisst, du trittst zurück Ende der Saison? Ich trete zurück vom Cross Country mal sicher, ja. Okay. Das andere natürlich lasse ich mir noch etwas offen. Ich glaube, 6 Medaillen ist nicht so schlecht. Und in allen Kategorien fast Medaillen, ja. Jetzt gibt es ja das Ritual am Abend, dass die Zettel abgerissen werden mit einer Zahl drauf. Weißt du, bei welcher Zahl das wir sind? 143. Ja, also mir ist klar, ist mir immer ein bisschen angespannt vor dem Rennen, aber ich freue mich mega, weil ich weiss, es wird eine super Stimmung und ich weiss, die Strecke ist super für mich, technisch und ja, ich bin in guter Form und ich hoffe, ich kann meine Leistung abrufen heute. Parat sind sie also alle, die grosse Favoriten, das ist aber sie, der Landen F und natürlich die Annika Langwand. Letztes Wochenende haben sie schon einen Infight gehabt. Linda Hindegard gehört ebenfalls zu der Vordergruppe und Fotografen Herz. Zugejubelt worden ist Yolanda Neff als zweitletzte ins Ziel gerufen worden. Und dann kommt die spannende Startphase. Yolanda Neff bekannt ist als Startphase. Gerade wie verrückt, aber bereits nach ein paar hundert Metern. Gunritter Dali, die grosse Frau vom Mountainbikesport, stürzt und scheidet bereits aus. Ein riesen Partystimme mit Kranzen in Novi-Westen-Unglaublich. Hauptbühne, da ist gerade Annika Langwand und das Fernsehen. Jeden Tag mit allen Rennen live hier drüber. Yolanda Neff, Aufstieg. Ein riesen Lärm. Schauen wir mal die Zuschauer, die das hier links und rechts am Streckenrand hat. Das schaffen wir auch, der Lenzerheit. Corinna Gantenbein ebenfalls im gleichen Aufstieg. Jede Fahne ist extrem angeführt worden. Auf der Ziegerad Annika Langwart. Und da geht sie auf die letzte Runde und kommt dann schon bald ums Eck rum. Für Zielifahrt, jawohl. Das Stadion war voll. Die Leute haben ihr zugejubelt. Und sie hat dann im Endeffekt der zweitklassierte Lia Davis zugejubelt. Und auf sie gewartet, wo das Ziel kommt. So, Tritra Trullala. Schauen wir mal, wie sie rumkumpelt. Eine riesige Freude über ihre Teamkameradin. Und bei allen Fahrern ist noch mal ein richtig, richtig grosser Lärm abgegangen. Was erwartet uns hier morgen, wenn der Jaroslav Kulhavi vorne mitfährt? Die Yolanda Neff hier zeugt sie noch ein bisschen enttäuscht. Ja, voll. Ich habe mein Rennen gemacht, meine Pace gefahren. Und ja, die letzte Runde habe ich extrem leiden. Ich habe noch einen Platz verloren, aber... Und eine grosse Frau vom Mountainbikesport tritt ab. Desta Süss hat ihre letzte Cross-Country-Weltmeisterschaft bestritten. Ich musste mega leiden. Es ist nicht ganz so gut gegangen, wie ich gewünscht habe. Dafür konnte ich dann ein bisschen länger das Publikum geniessen. Noch Leute am Aufstieg waren und noch ein Besten gerufen haben. Es tut immer gut, wenn sie sogar mit dem Namen rufen. Und so. Das war wirklich mega, mega lässig. Und manchmal tut es so weh in den Ohren, dass ich nicht weiss, ob dort der Bein oder die Ohren mehr wehtun. Aber es war gut.
Hast du eigentlich unterwegs mal ein Wort gesehen oder gehört? Ja, ja. Schon? Ja, wenn eigentlich die Fans mitkommen, die sehen mal jetzt schon. Egal, wenn es sonst mega viel Leute hat, die hört man. Oder ist es echt Ladies and Gentlemen. Ja, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, aber es hat allgemein mega viele Schweizer Fans gehabt und so ist es natürlich lässig zu fahren. Ja, ich habe gekämpft bis am Schluss und ich bin eigentlich froh, dass ich das gemacht habe. Ich hatte recht Schmerzen im Rücken und ich habe trotzdem versucht, um so zu starten wie immer. Und ich wusste, irgendwann wird der Schmerz kommen, früher oder später. Und ja, ich bin einfach gefahren, solange es irgendwie gegangen ist. Und habe nachher versucht, ja, so schnell wie es geht, zum Weiterfahren. Und ja, ich habe gekämpft bis zu der Ziellinie und das ist das Maximum, das heute dir weit gelegen ist. Mit dem habe ich überhaupt kein Problem. Ich wollte auch selber gewinnen heute. Das ist ganz klar mein Ziel gewesen. Und ja, ich finde es auch schön, wenn man Erwartungen hat. Wenn man Erwartungen hat, heisst auch, dass man schon etwas erreicht hat. Und ja, das finde ich eigentlich schön. Und ja, ich habe heute mein Bestes gegeben, was ich konnte. Aber ja, ich bin keine Maschine. Und auch wenn mir etwas wehtut, dann. Ja, es muss immer 100% alles zusammen stimmen, dass man gewinnen kann. Und ja, das hat man heute wieder mal gesehen. Und, ja. Was meinst du jetzt nächste Woche nicht? Das ist ja quasi in Heimwelken. Zeigst du es heute allen oder meinst du, es geht ein bisschen länger? Ja, es kommt eben, wie gesagt, sicher darauf an, wie es mit dem Rücken geht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, um ja, wenn es geht, dann wieder entblockieren und schauen, dass es dem Rücken wieder gut geht. Beine, habe ich das Gefühl, sind eigentlich recht gut. Und ja, ich hoffe, dass sie da wieder, dass da kommt ganz drauf an, wie es im Rücken geht. Und dann ja, schauen wir, wie es nächste Woche in die Schweiz geht.